Fetisch! Genau, davon gibt es nächste Woche ein bisschen mehr. Ne? Mhm. War ja schon witzig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ein paar Klassiker dazwischen, aber auch ein paar ziemlich seltsame, die ich auch noch nie gesehen habe. Auch so Challenges überhaupt, auf die Idee zu kommen. Kloppte Leute draußen. What? Ja. Ja. Was mir aufgefallen ist, wenn ich über meinen Special Guest, unseren Special Guest Videobehörde nachdenke, der hat so ein bisschen was von Knut Hansen von Christian Ulm, ne? Ja, voll. Kennt ihr Knut Hansen noch? So, ach, Knut Hansen. Moin, Dione! So. Die Dione. Das ist echt gut. Ich habe am Wochenende wieder mit meinem Mitbewohner die alten Knut Hansen Sachen geguckt und wir haben uns weggekracht. Das war richtig... Meiner Meinung nach war Ulme mit dieser Serie, also mein neuer bester Freund, ist ja auch Knut Hansen, die Figur ja auch entstanden, ne? Ja. Wirklich tatsächlich fast das Beste, was ich jemals im deutschen Fernsehen so gesehen habe. Jetzt unabhängig von natürlich coolen Serien, die es gibt und so, aber die Nummer war schon echt von der Idee her und von den Jokes schon wirklich oberstes Niveau. Ja. Also das war vor allem halt dieser Knut Hansen. Ja. Der ist so gut. Ja, war das auch der mit dein Name ist Dione und ich klutsche an der Banane und der Arne ist mein Arne. Und für Knut mache ich Reklame. Ja. Ja. Wo war dein Reim? Wo? Wo? Ja. Ja, großartig. Aber so vom Aussehen, ne? So Videobehörde. Ja. Jetzt auch nicht so der sagt vom Spiegel, ja, komm, ich rasiere mich noch mal ein bisschen gründlicher, sondern lass hier die Zottel halt wachsen, wie sie sprießen. Ne? Ja, klar. Und ja. Unter der Brücke gibt es auch keine Rasierer, ne? Ja, nö. Ja, ne? Aber der Joe weiß, dass es echt bloß Quatsch ist, was wir machen. Ja, Joe weiß, wir mögen ihn ja auch. Dass wir ihn wirklich gerne mögen. Und der ist mit uns und Copycat Channel ja im gleichen Netzwerk auch. Und von daher sind wir sind so close. Also wir sind echt. Also wenn ich mal den treffe unter meiner Standbrücke, dann kann der auch meine Pfandflaschen haben. Ja. In einer schwierigen Situation gebe ich dem. Dem würde ich mein Plätzchen auf der Bank freimachen. Dann würde ich also den Cheeseburger da runterkippen und sagen, setz dich mal zu mir, du. Kleiner, du. Knut, ne? Erzähl mal ein paar Geschichten, du. Ja, wie wollen wir es denn überhaupt machen? Wie kommt jetzt einfach hier rein oder schalten wir rüber? Ich würde sagen, wir schalten rüber, oder? Okay. Ich glaube, da hat so viel zu sagen, da sitzt sie nur doof daneben. Okay, alles. Guckst sie nur doof an. So wie immer. So. Joe. Es Dinge gibt, über die ich mich mal so richtig auskotzen muss. Das hat mit Lord Avalon zu tun. Mehr dazu nach der kurzen Werbeunterbrechung. Jo, Freunde, ich bin's wieder von der Videobehörde. Wenn ich Leute frage, so wie findet ihr Videobehörde, wie findet ihr mich, den Achim, dann sagen die meistens, geh weg, du Ekliger, du mach eine Fliege jetzt. Oder wo hast du meine Telefonnummer? Oder Bardo, riechst nach Molch. Aber wenn ich einzig bin, das weiß ich ganz genau, genauso wie ihr, dann unehrlich. Und deswegen muss ich mit der Wahrheit raus, die muss ans Licht. Lord Abaddon hat seine jungen Fans zu Selfies im Urlaub überredet. Das finde ich richtig krass, das macht man nicht. Und wisst ihr warum nicht? Weil ich das scheiße finde. Ich habe noch nie Urlaub gemacht. Noch nie, noch nicht einmal. Und die kleinen Jungen fliegen 14, die fahren durch die Welt und lichten sich ab am Hotelpool. Und ich denke mir jeden Abend, ich laufe durch Berlin und da ist eine schöne, muckelige, grüne Couch am Kotti, da lege ich mich drauf. Und das ist für mich all-inclusive. Wenn jemand ein kleines Yes-Türchen liegen lässt, halb abgewiesen, dann lasse ich die Seele baumeln. Oder wenn es so richtig regnet und mein juckendes, olles Stirnband mal nicht so juckt, das ist für mich all-inclusive. Also, denkt dran. Deswegen bin ich auch ein bisschen verschnuppert heute. Meine Nase ein bisschen zu. Die letzte Nacht, die war echt verregnet, du. Aber eine lustige Sache gibt es hier noch. Denn ich bin einer Meinung mit Mediakraft. Denn die lassen ihre Mitarbeiter nie Urlaub machen. Kleines Späßchen am Rande. Also, macht's gut, Freunde. Und bis bald, euer Achim. Und ganz ehrlich, der Achim ist und bleibt für mich mein Lieblings-YouTuber auf jeden Fall. Für dich? Ja. Für mich auch. Ich finde den... Der hat was Prägnantes, der hat so eine eigene Meinung, der kann sich gut ausdrücken. Ich schaue mir auch ohne Quatsch wirklich eigentlich fast jedes Video von ihm an. Ich fand auch unnix diese Nummer, hast du das mitbekommen mit Lord Abaddon, das war ja schon länger her, ne? Da laufen ja Ermittlungen. Vor der Urlaubssache noch mit dem. Ja. Ja. Der hat jetzt ein neues Video dazu gemacht. Ah. Da geht es ja um diese Vergewaltigungsvorwürfe oder halt Belästigung. Weiß ich, ne? Ich werde mir jetzt einen Teufel tun, da irgendwas zu sagen, aber es war ein sehr interessantes Video auf jeden Fall, wenn das denn stimmen sollte, was Achim da erzählt. Aber ich glaube auch nicht, dass er sich sowas aus den Fingern saugt, weil er ja auch klar ist. Und so. Ich glaube, das ist alles stimmt, was er sagt. Auf jeden Fall ist das echt übel, ne? So, ich meine, dieses, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und solche Fehltritte halt dir sozusagen erlaubst, was ja eh schon Fehltritt ist, ja schon nett formuliert, bist du weg vom Fenster, ne? Ja. Also bist du einfach so, boom. Gut, dass wir nicht so berühmt sind. Ja, und noch niemals einen werden. was ist denn dein Lieblings-YouTuber aktuell? Aktuell mein Lieblings-YouTuber? Es ändert sich eigentlich, obwohl, doch, stimmt. Ray William Johnson ist es ja nicht mehr. Er kann ja auch nicht sein, er macht ja nichts, ne? Ja, nee. Ja gut, man sieht ihn ja ab und zu noch bei Equestria rumrennen, ja. Lieblings-YouTuber aktuell? Gute Frage.
Soll ich einsteigen? Ich finde die PewDiePie-Sachen ja ganz cool in letzter Zeit. Ja, PewDiePie ist immer eigentlich super. Come on. Er hat doch auch diesen Urinalbecken-Prank gemacht, oder? Mhm. Das war doch das fand ich auch cool. Voll das Opfer, ey. Weißt du, was ich heute gesehen habe, Alter, was gerade voll diskutiert wird, so, darf so ein Video noch, darf das überhaupt viral gehen? Also Jungs, Alter, haben sich ein Walmart hingestellt mit einer Trompete und sind hinter fetten Leuten hergelaufen, mit einer Tuba. Ja. Von Family Guy, die Nummer. Voll gut. Da gab es so ein Mega-Ding, so, oh Mann, die dürft ihr doch nicht dissen und so. Was gerade sowieso, es ist echt schade, dass wir keine YouTube-News haben, weil es so viel passiert, worüber man reden könnte. Zum Beispiel auch die Nummer mit dem Schießlehrer, mit der Neunjährigen. Ja, ja, klar. Da hat ein das ist ja ein Thema für Le Floyd eigentlich, ne? Ja. Da hat ein Schießlehrer einer Neunjährigen Schießunterricht gegeben. Schießunterricht mit einer Uzi, ja? Und dann hat dieses Mädchen den aus den umgebracht. Was ist denn los in Amerika, ey? Also ganz ehrlich, ne? Ich würde ja alles verstehen, ne? Bazooka, eine Minigun, Railgun, aber eine Uzi. Eine Uzi? Das ist eine italienische Waffe. Das geht ja nicht. Nee, auf jeden Fall echt. Und krass. Da wundert man sich, warum die abgefuckt sind als Nation. Und was ist das also Bittere eigentlich ist so, dem Typen kann es ja egal sein, weil er ist ja tot. Aber das kleine Mädchen hat halt jemanden umgebracht so, und ist auch, glaube ich, schon alt genug, so das halt zu verstehen, was da passiert ist. Und die ist auf jeden Fall für den Rest ihres Lebens ziemlich im Arsch. So. Oh, ich wollte schon gefickt sagen. Aber wir sind ja nicht laut Abaddon, ne, und reden hier von einem gefickten 9-jährigen Mädchen. Aber ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Ach, das den Teufel tun. Das schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Achtung, da sind wir wieder. Weißt du, was er eben gesagt hat? Da schneiden wir wieder rein. Ah, ja. Ja. Das hat Kurt Krömer immer gemacht, ne? Dieses. Schneiden wir raus. Ja. Ich liebe Kurt Krömer. Ja, genau. Ansonsten, was mich interessieren würde, hast du so Top 3 Stories aus dem Urlaub? Top 3 Stories? Sag mir einfach irgendeine Story, weil du überlegst uns wieder 5 Stunden lang. Nee. Ich weiß noch, ich war einmal an der Ostsee, als ich 16 war, 15 war, mit ein paar Jungs. Und da gab es so eine Schwimminsel, wo du so drauf springen konntest und dann runterspringen und die einfach so zu... Gähnst du gerade, wenn ich dir meine Schwimminsel-Story Ich hab meinen Atem getestet. Ja. Boah, gähnt er mich an? Ja, jemals gab es ja diese Schwimminsel und da waren überall Quallen drumherum. Dann sind wir mal da rumgeschwommen und haben uns mit Quallen beworfen, wie man es halt so macht. Und irgendwann kam so ein... Plastikflaschen kaputt gestampft, ne? Ja. Das war ich nicht. Irgendwann kam halt so ein Typ mit seiner kleinen Schwester, ja, vielleicht so alt wie wir, die kleine Schwester ein bisschen jünger. Ist auch egal, es ging um den Typen. Der war ein bisschen komisch. Manche mögen sagen, vielleicht war er nicht auf einem geistigen und körperlichen Level wie jemand anderes. Vielleicht. Marius Mendel! Das schneiden wir auch raus. Danke. Das piepen wir. Das piepen wir. Sagt man, ich bin der Meinung, das war ein kerngesunder Junge. Meine Freunde sagen alle, der war nicht ganz kerngesund. Und wir haben uns dann so gerasselt und geschubst von dem Ding. Und wer als letzter oben bleibt, gewinnt. Und ja, Scheiße halt. Geht man, ja. Und ich bin immer vor dem Beck gesprungen, freiwillig ins Wasser gesprungen, weil ich nicht von dem angefasst werden wollte. Warum? Weil der voll eklig war. Also der hatte überall Schnodder im Gesicht. Und so. Und so hat Marius seinen Vater kennengelernt. Oh, Entschuldigung. Das wird mir bis heute noch vorgeworfen. Echt? Ja. Weil alle sagen, der wäre normal und du wusstest ja halt als Einziger, dass der halt... Nein, der war ja normal. Ach so. Aber ich fand den einfach, also wenn ich dich jetzt eklig finden würde, was ich ja ein bisschen tue, aber nicht so komplett, ja, und du mich anfasst, dann würde ich sagen, bäh, ja, geh weg. Ach so. Ich will mich halt nicht von jedem anfassen lassen. Aha, okay. Und die sagen halt, ich wäre ein Assi, und so, weil der halt nicht ganz da war und... Mhm. Von solchen Leuten lässt du dich nicht anfassen. Das war deine Top-Urlaubs-Story. Ja. Das war die ganz interessante. Das ist die Top-Urlaubs-Story. Vielleicht schneiden wir das auch raus. Das ist als Nazi. Super, und so. Ach Quatsch, nein. Ach überhaupt, das kannst du denken, was du willst. Ich bin wieder braunhaarig geworden, YTD. Oh, ja, das war nicht so lustig. Meine Top-Urlaubs-Story. Weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht nachgefragt, aber erzähl ruhig. Ja, nö, also das Schönste, was ich jemals gemacht habe, auf jeden Fall war mal, ich bin nach dem Abitur, ich habe Abitur gemacht. Erzähl. Bin ich nach New York geflogen, das war ganz krass, und zwar alleine und war in New York und habe da alleine gewohnt und habe mir dann ein Tattoo machen lassen und so, und das war echt ganz cool. Und habe da auch eine rattenscharfe Frau kennengelernt, das war schon vorher. Das war geil, das war der erste Urlaub alleine und es war in Amerika und es war ganz cool und ich würde voll gerne mal wieder nach Amerika fahren, denn ich finde die USA sehr cool. So, also Nordamerika, aber auch Südamerika gerne und Kanada und so. Aber da habe ich jetzt keine richtig coole Story, irgendwie war halt geil. Du musst doch nur erzählen, dass du irgendeine rattenscharfe
Frau kennengelernt hast. Ja, habe ich, ja. Lustigerweise. Die war auch meine Freundin. Ich hatte eine Freundin. Man mag es kaum glauben, aber es war tatsächlich mal so. Und die ist ausgewandert jetzt nach Kanada, weil sie ein Baby bekommen hat, irgendwie mit, was weiß ich, 25 oder so. Mit 25 Leuten. Ein Baby. Weiß nicht, was. Da sind 50 Farben drin. Boah, das ganze Aquamaler fällt einmal durch. Na, ich habe eine bessere Story. Okay. Noch, ich überlege, also währenddessen meine. Ja. Ich war in Holland, zelten. Auch vor 10 Jahren irgendwann. Ah, ich habe auch eine Story, sehr gut. Und da haben wir uns irgendwann, wir hatten irgendwie kaum Geld und immer nur scheiß Essen. Und irgendwann haben wir uns mal richtig geiles Fleisch gegönnt zum Grillen und so. Und haben das irgendwo hingeschmissen und sind dann, glaube ich, kurz irgendwie, was weiß ich, duschen gegangen oder so, 5 Minuten weg, kommen wieder, es sind irgendwie 500 Möwen und haben unser 20-Euro Fleischvorrat aufgefressen, die fetten Biester. Ja, dann haben wir versucht, Möwenfallen zu bauen aus Priel und irgendwie Brot, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe auch eine gute Story. Ich habe mit meinen damals besten Freunden zu meinem 18. Geburtstag in Amsterdam auch, weil wir Tulpen so gerne mögen. Und dann waren wir halt auf dem Campingplatz auch. Da haben wir schon am Morgen schon Tulpen angeguckt und so. Ne? Also waren wir schon echt gut drauf, auf jeden Fall gut gelaunt. So was wie Flötenwasser, ne? Genau. Ja, und waren es Tulpen. Und auf jeden Fall, also voll betulpt, ne, am Morgen so, haben wir dann Football gespielt, mit so einem Football so rumgeworfen. Und wir hatten so eine Margarine, weil wir am Morgen auch draußen gefrühstückt hatten. Es war halt warm, ne? Und die Margarine schon an der Sonne. Ne? Und dann habe ich so einen weiten Pass und mein Kollege läuft so nach hinten und springt so und fängt ihn so und tritt dann praktisch beim auf den Boden gehen auf diese Margarine. Die Margarine explodiert und es war alles voller Margarine, ja, komplett. Also alles voll, der ganze Tulpen-Campingplatz. Dann kam auf einmal, es war also ja absurd, ein Truthahn und hat angefangen, die Margarine wegzupicken. Und dann haben wir gesehen, oh shit, beim Nachbarzelt ist alles voller Margarine, lass das mal wegwischen. Ne? Und dann gehen wir so hin und wischen so am Zelt, weil es ja fett war, wurde das Zelt dann durchsichtig. Und dann haben wir den Typen, der gerade im Zelt saß, halt angeguckt. So. Das war richtig lustig. Ein Truthahn. Ja, da ist aber ein Truthahn rumgelaufen. In Amsterdam auf so einem Campingplatz, genau in der Stadt. Man mit den Tulpen, ne? Ja, das war, kann man schon sagen. Ne? Da waren alle dabei, rot, grün, braun. Nee, aber dazu muss ich auch sagen, dass Amsterdam tatsächlich eine mega coole Stadt ist. Ja. Und ich würde jedem empfehlen, da mal hinzufahren, denn es ist echt idyllisch und schön mit diesen Grachten, heißt das, glaube ich, oder so, ne? Wie heißen denn diese kleinen Christoph-Grachten? Ja, wie heißen diese kleinen Kanäle? Heißt das nicht Grachten? Du bist doch der Holland-Spezialist. Ja. Das sind doch Grachten. Ja, ich glaube schon, ja. Bin ich doof? Ja, ich meine schon. Ich war mal in Amsterdam und habe einen Strafzettel von 150 Euro bekommen. Ach Quatsch, echt? Weil ich auf dem Behindertenparkplatz geparkt habe über Nacht. Aber wo ist das Problem? Habe ich dir noch gesagt? Hast du gerade überall Schnodder an die Wand? Ja, das die Polizisten. Ja, nimm das Ticket und geh. Ja. Ich spring schon mal in die Grachten. Nee, ja, war doof, weil da standen halt zwei Politessen, so, oder Polizistinnen sogar. In so einem Schaufenster. Und Marius uns hin und hat gesagt, kann ich hier parken? Ich parken hier. Nee, die haben gesagt, ja, kein Problem, weil es war halt nicht so ganz gut zu verstehen, wo jetzt genau der Behindertenparkplatz ist. Meinten so, nö, kein Problem, so, und am nächsten Tag halt, zack, Ticket. Aber nicht bezahlt und abgehauen, ist ja egal. Kannst ja machen. Glück gehabt, ja. Naja, auf jeden Fall, also das waren für mich meine Top-Stories. Ja, hab ich schon viel erlebt, vielleicht kommt einer dazu jetzt, ne? Ja. In Lissabon. Ja, und du bei dir halt in deiner Wohnung. Hier, ja, genau. Vielleicht im Lidl oder so, ne? Margarine ist ja auch da. Oder so einen Truthahn gönnen, ne? Zum Erntedankfest. In der Hasenheide. Ja, weil wir es letzte Woche schon mal angesprochen hatten, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, wollen wir am Kanal ein bisschen rumschrauben. Wir haben ja auch schon mit Annalena einen super Kontakt. und wir werden dann ein bisschen was verändern und so. Deswegen seid noch ein bisschen geduldig. Das wird jetzt noch 2 Wochen lang dauern. Aber diese Sendung wird noch 2 Wochen dauern. Aber das wird auf jeden Fall nochmal ein cooler Relaunch. Wir wissen jetzt so, was wir ganz gut können, nichts. Und was wir gerne machen würden, alles. Und von daher, so in die Richtung wird es irgendwie gehen, oder? Mhm. Halt mehr dieses Snitch-Ding so. Müsst ihr mal gucken, dass wir halt euch was Cooles bieten und wieder die Berliner YouTuber mit uns reden. Ja. Ach ja, was eigentlich mit 301 Plus? Bist du da schon Mitglied bei dem Gewichtsverein? Die haben sich nicht mehr gemeldet, ne? Nicht mehr? Bei dem Gewichtsverein? Was? Ne, das hast du jetzt gesagt. Diese dicke Fische da. Ich hab das nicht gesagt. Ja. Nee, Marie hat nichts dazu gesagt. Marie hat nichts dazu gesagt, dass wir sie geprankt haben. Vielleicht hat sie es auch gar nicht mitbekommen, ne? Stimmt, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gesehen hat. Ich auch nicht. Oder? Das hat auch sowas von ein Abo bei uns. Vor allem, unser Name passt ja auch zu, also unsere Klickzahlen passen zu deren Namen ganz gut. Ja. Also 301 minus. Ja, ich meine, das Plus ist halt nicht da, aber 301 auf jeden Fall. Geteilt durch. Genau.
Super, deswegen, hast du noch letzte Worte? Ja, schreibt ihr doch mal eure besten Urlaubsstories auf. Wir wollen was hören. Wo wart ihr? Ihr wart doch bestimmt alle dieses Jahr schon weg, oder? Also wir sind wahrscheinlich die Letzten, die noch keinen Urlaub hatten. Ja, generell, wir sind sowieso die Letzten. Du bist das Allerletzte, ja. Wirklich. Genau, von mir gibt's nichts zu sagen. Deswegen wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch eine super schöne Zeit, wenn wir nicht da sind. Vielen Dank, dass ihr immer so treu einschaltet und uns bei Facebook liked, denn da geht echt die Post ab. Vielen Dank für alles.